Teppich frei für die große Party. Nur noch 2 Stunden, dann startet unsere große Bonitas Weihnachtsfeier im Herforder Schützenhof. 1400 von uns wollen dann ordentlich gemeinsam feiern. Noch will das verflixte Riesenrentier nicht richtig stehen. Da muss sogar Veranstaltungsleiter Thomas Lörkens eingreifen, damit Rudi uns nicht vor die Füße fällt. Ja, absolut. 4 Beine, 4 Schrauben und alles hält. Während die finalen Vorbereitungen laufen, nutzt unser Chef Lars Uhlen die letzten ruhigen Minuten, um sich innerlich vorzubereiten. Es ist total aufregend und heute auch irgendwie fürchterlich emotional. Irgendwie ist das heute mehr Weihnachten. Ich weiß es nicht. Ich habe seit 20 Jahren mal wieder ein Weihnachtsgefühl. Und es funkelt ja auch gar weihnachtlich. Und dann ist es schließlich soweit, die ersten Busse fahren vor. Aus ganz Deutschland kommen wir, von Passau bis Kiel. Wie war die Fahrt? Sehr gut, danke schön. Party, tanzen. Die Gemeinsamkeit mit allen Kollegen der Bonitas Holding, das ist das Allerwichtigste, dass wir heute zusammenkommen. Bereits im festlichen Foyer erwartet uns die erste Überraschung. Durchtrainierte Weihnachtsmänner, also Artisten, zeigen uns mal, was sie so drauf haben. Unter so vielen Kollegen wird aber auch ernsthaft diskutiert. Krankenkassen, Politiker versprechen im Moment viel. Glauben Sie denen das denn auch? Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich denke nicht, dass sich da großartig was ändern wird. Ich hoffe mal. Ich bin positiv, gehe vom Besten aus. Ne? Die haben schon oft Versprechungen gemacht und nicht gehalten, egal auf welches Thema bezogen. Von dem her, wenn dann ein paar Mal irgendwie sagen, okay, so sieht's aus, wir haben Zahlen, Daten, Fakten, dann kann man das auch mal glauben. Alle Jahre wieder stellen sich Lars Uhlen und sein Team der liebevollen Großaufgabe, alle von uns zu begrüßen und zu umarmen. Und der Strom der Umarmungswilligen reißt nicht ab. Klar, wir sind ja auch 1400. Wie steht's denn mit der Umarmungskondition im Moment? Nicht genug Umarmung geben. Da habe ich lange Kondition. Hi. Und gleich nach dem Umarmen kommt unser traditionell leckeres Weihnachtsbuffet. Da ist für jeden, wirklich jeden von uns, was dabei. Was ist denn besonders lecker? Die Roulade. Fast so gut wie bei meiner Mama, aber nur fast. Frisch gestärkt kommt die Mega-Party in Gang. Wieder einmal treffen sich Menschen aus der Pflege aus ganz Deutschland, damit wir gemeinsam miteinander feiern und Spaß haben. Um 8:30 steigt die Spannung. Lars Uhlen hält seine traditionelle Weihnachtsrede in der Mitte unserer großen Familie. Und ich glaube, viele von euch haben so dieses Gefühl, irgendwas stimmt gerade nicht so richtig in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Da fehlt irgendwie Geborgenheit, da fehlt Anerkennung, da fehlt echte Wertschätzung für euch alle. Da fehlt Liebe. Liebe fehlt immer, das ist sowieso klar. Andauernd siehst du irgendwelche Reportagen über das Thema Pflege. Und mir geht es da so, dass meine innere Freiheit dabei beschränkt wird, weil ich kriege Wut. Ich kriege richtige Wut, wenn irgendwelche Leute uns darstellen, so diese ewige, totale Aufopferung, unterlegt mit irgendeinem seltsamen, melancholischen Musikgeschmack, den die Welt nicht braucht, die uns darstellt, als wären wir irgendwie alle potenziell psychisch Kranke, die wir diesen Job machen. Und ich habe das Gefühl, das hat mit dem Bild von Pflege, mit dem, wie wir dargestellt worden, nichts zu tun. Ey Leute, unser Job ist das Tollste, was wir haben. Wir sind an so vielen intimen, großartigen Momenten. Wir sind in den intimsten Momenten des Lebens, sind wir bei den Menschen. Und das ist ein unfassbares Geschenk. Und deswegen sind wir keine Opfer. Wir sind diejenigen, die diese Gesellschaft am Laufen halten. Also ihr Lieben, habt eine großartige Party. Feiert das Leben. Feiert euch. Ihr habt's verdient. Und vergesst auf keinen Fall, euch zu umarmen. Ciao, bis später. Natascha Matzka aus Melle hat die ganze Rede mit dem Handy aufgenommen. Warum? Das ist auch ein Stück weit für uns ein großes Lob, was wir zurückbekommen für unsere Arbeit. Und es freut mich ungemein, weil ich sehe,
welch eine Lebensfreude gesendet und auch zurückgegeben wird. Und nun geht unsere Weihnachtsparty richtig los. Es wird gefeiert bis morgens um 5. Auch eine schöne Bonitas Familientradition.